Sissi, ein umkämpftes, attraktives Spiel gegen den HSV endete mit einer knappen 2:3-Niederlage. Wie fällt dein Fazit zur Partie aus? Ja, also unser Fazit ist, dass wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Über 90 Minuten. Natürlich gibt es dann immer so 10, 20 Minuten, wo wir dann ein bisschen geschwommen haben, wo HSV es gut ausgenutzt hat. Und ja, also ich glaube, die spielentscheidende Szene war die, wo wir in der letzten Minute kontern, Latte treffen und wir dann das Gegentor kassieren. Sind aber eigentlich sehr gut wieder zurückgekommen, machen das 2:2 verdient. Ja, und dann kassieren wir ärgerlich das 3:2, ne? Aber haben trotzdem weiter gedrückt, wollten unbedingt einen Punkt dann holen zu Hause. Leider ist es uns nicht geglückt, aber ich denke mal, wir können viel mitnehmen. Was für dich als gebürtiger Hamburger eine besondere Partie? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es geliebt, gegen HSV zu spielen, auch damals in der Jugend. Eigentlich war es eher immer positiv, aber ja, okay, diesmal war es negativ. In Heilenheim steht tabellarisch das nächste Topspiel an. Was erwartest du am Sonntag für einen Gegner? Ja, die auf jeden Fall bis zur 90. Minute das Tor verteidigen wollen. Eine eklige Truppe. Ich denke mal, die werden auch hinten drin stehen und versuchen zu kontern. Was wird der Schlüssel zum Erfolg sein, für einen Sieg in Heidenheim? Auf jeden Fall gegenhalten über deren körperlichen Stärke und einfach, also auch Geduld zu haben dann, ne, über 90 Minuten. Dann wünsche ich noch eine gute Vorbereitung und viel Erfolg am Wochenende. Dankeschön.